Moin, wir sprechen heute über Orbital Bullet. Das ist ein Roguelite-Plattformer aus dem Hause Smokestep, verlegt durch Assemble Entertainment. Das heißt, wieder zwei deutsche Studios. Ne? Grüße gehen raus an dieser Stelle. Kostet 13 Euro, ist jetzt vor einer Woche auf Steam erschienen und ich habe es mir mal ein bisschen angeschaut für euch. Leute, ich habe diese absoluten Hades und Dead Cells-Vibes. Ne? Das heißt, ich kann etwas wieder und wieder und wieder spielen, meinen Charakter weiterentwickeln, nachdem ich einen Run, ich sag mal, mehr oder minder gut geschafft habe und letztendlich versuchen, auf diesen zylindrischen Leveln irgendwas Cooles zu machen. Und das ist so der nächste Punkt, wo ich sagen muss, okay, das ist ein cooles Herausstellungsmerkmal. Das heißt, Orbital Bullet heißt, wir haben praktisch eine Achse in dem Level und um die dreht sich alles letztendlich. Das heißt, wir können Kreise nach innen springen, auf innere Radien, auf äußere Radien. Wir können auf diesem Zylinder nach oben und nach unten. Und es macht einfach Laune, mit dieser, ich sag's mal, ungewöhnlichen Herangehensweise an ein Level zu spielen. Natürlich gibt es jede Menge Waffen, die man auch anlocken kann. Es gibt Geld, das man innerhalb der Levels ausgeben kann. Es gibt Technologiepunkte, die man mit aus den Levels rausbringen kann, um zum Beispiel seine Klasse oder verschiedene Waffen zu verbessern oder freizuschalten generell. Und alles in allem macht es halt einen super, super soliden Eindruck für das Debütspiel. Das heißt, wir haben hier ein Studio, was ihr erstes Spiel rausgebracht hat und das läuft richtig, richtig smooth, Leute. Aktuell ist es so, es ist nur für den PC rausgekommen. Man überlegt, ob es auch noch für Konsolen rauskommt, denn es wird eine native Keyboard-Unterstützung zwar geben, es ist aber empfohlen, das Spiel mit einem Controller zu spielen. Ich habe es jetzt mit dem Stadia-Controller gespielt. Ein paar Dinge sind mir da aufgefallen. Das heißt, wenn man den Stadia-Controller bei Steam verwendet, dann sind ein paar der Knöpfe umgedreht. Das heißt, es stimmt nicht überein mit dem, was letztendlich on-screen zu sehen ist als Tutorial. Da kann der Entwickler aber nichts für, das liegt an dem Stadia-Controller und ich bin mir sicher, wenn ihr einen Xbox oder einen PlayStation-Controller habt, dann sieht das Ganze auch wieder ein bisschen anders aus. Ansonsten, wie gesagt, ich hatte keine Probleme mit der Steuerung, nur ein bisschen dieses Hin- und Her-Gefrickel, dass ich halt weiß, was ich benutzen muss. Es spielt sich super, super flüssig. Die Level bedarfen überhaupt gar keines Tutorials, obwohl es ein bisschen was dabei gibt. Das heißt, wie man dasht, wie man springt, dass es einen Doppelsprung gibt und so weiter und so fort. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, ich habe das Gefühl, man hat zu viel Munition. Das heißt, man kann nicht nur Gegner abschießen, wie man das, oder ich sag's mal, mit Waffen angreifen, wie man das aus Hades oder aus Dead Cells kennt, sondern man kann auch auf Gegner draufspringen, ähnlich wie in Super Mario. Das kann alles halt auch ein Plattformer ist. Das heißt, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass ein bisschen weniger Munition vorhanden ist, um halt diese Mechanik, dass man auf Gegner draufspringen muss, wie auf einem Goomba, mehr ausnutzen kann, um zum Beispiel zusätzliche Ammo zu bekommen. Das sind aber ganz viele Dinge, das ist wieder Meckern auf hohem Niveau. Ne? Für 13 Euro. Könnt ihr euch das auf jeden Fall gönnen, weil die 13 Stunden kriegt ihr an Replayability auf jeden Fall raus. Alleine schon, um die vier Klassen hochzuwechseln, alleine schon, um alle Waffen mal auszuprobieren und so weiter. Ne? Sehr, sehr solides Ding. Gefällt mir sehr geil. Musik auch mega geil. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt weiter zocken. Bis dahin, macht's gut. Haut rein.